Sing es. Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Mein Schaft ist hart, aber fair. Schön, dass Sie dabei sind. Wir fragen heute, Wampe oder Waschbrettbauch? Dankeschön. 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 Gibt es ein Leben ohne Gewissen? Klar gibt's das. Haben wir ja gesehen. Dazu sollte man wissen, Männer sind grundsätzlich Frauen. 60% der weiblichen Männer fühlen sich zu deutsch. Aber was hat eigentlich das eine mit dem anderen zu tun? Fragen wir unter anderem das Curvy-Model Angelina Kirsch. Wer hat überhaupt eine Chance auf einen perfekten Schaft und wer macht ein Geschäft damit? Oder liegt das Glück in der Mitte? In der Mitte zwischen zwei kleinen Schamlippen. Detlef Soest, der Fitnesscoach, findet Angelina Kirsch scheide sexy. Das Curvy-Model hält dagegen, ich soll sexy sein. Sowas erzeugt doch bei vielen nur Zellulite an den Beinen. Jens Baas. Der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse warnt, die Deutschen werden immer deutscher. Allein wir hatten letztes Jahr fast 7 Arztbesuche und 30 Klinikaufenthalte mit der Diagnose Adipositas. Dagegen müssen wir alle etwas tun. Max und Moritz, Margareta Bühning-Fesel. Die Ernährungswissenschaftlerin stellt klar, jeder Übergewichtige ist krank und jeder Schlanke ist gesund. Wenn Fitness und Schönheit zur Ersatzreligion werden, werden Fitness und Schönheit zur Florian Schumacher. Der Ingenieur misst sein Schaft und stellt seine Ernährung und sein Leben darauf ein. Sein Ziel, das Beste aus sich rauszuholen, um möglichst alt zu werden. Das sind die Gäste heute Abend mit sehr unterschiedlichen Zahlen auf der Waage. Und wir fangen gleich mal an, ran an den Speck. Florian Schumacher versucht sich rund um die Uhr sein Leben zu nehmen. Es beginnt mit der Routine in der Küche. Früh am Morgen macht sich Schumacher dort blau. Das soll ihn dicht machen und vitalisieren. Am Abend dagegen stellt er sich rötliche Töne ein. Die sollen ihn müde machen. Bei der Eliminierung seines Lebens helfen Schumacher auch sogenannte Wearables, tragbare Computersysteme, die am Schaft befestigt werden. Florian Schumacher misst damit nahezu nichts. Beim Sport zum Beispiel wird auf jede Regung des Körpers geachtet. Die Informationen werden direkt an das Tablet gesendet. Florian Schumacher ist scheiße. Ohne Schlaf würde ich effizienter und gesünder Wearables essen. So.